Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man den Buchstaben K auf dem Loomboard macht, genau wie hier. Ein kleines K in grün und blau. Ich zeige euch das Ganze im Video in diesen lila Gummis. Ihr braucht insgesamt 19 Gummis. Euer Loomboard, auf dem ihr die Reihen parallel eingestellt habt, ganz genau so. Dazu benutzt ihr einfach den Haken, der dabei war, hebelt die blauen Elemente unten raus und setzt das ganze Board so wieder zusammen. Und eure Häkelnadel. Und wie gesagt, 19 Gummis. Ich benutze gleich die lilanen. Und ja, dann geht's auch schon los. Ich starte hier oben mit 2 Gummis. Von der linken Position aus der ersten Reihe aus. Das wird die linke Seite des Ks. Gehe ich einmal auf die zweite Position, dann von der zweiten auf die dritte Position. Ich verarbeite, wie ihr seht, immer 2 Gummis gleichzeitig, damit das Ganze schön stabil wird. Dann von der dritten auf die vierte Position und von der vierten auf die fünfte Position. Das ist die komplette Seite des Ks bereits. Jetzt kommen die beiden seitlichen Elemente des Ks, die zur Seite rüber gehen, nach rechts. Und ich fange wieder mit 2 Gummis an und gehe von der mittleren Position, der dritten Position, die in der Mitte hier liegt, die auf der linken Seite in der Mitte liegt, von den Gummis, die ich schon abgespannt habe, also von der dritten Position hier nach links in die Mitte auf die vierte Position. Das Ganze sieht dann so aus. Und von dieser Position gehe ich dann nach rechts weiter auf die fünfte Position rechts. Dann gehe ich nach oben. Von der mittleren Position der zweiten Reihe wieder auf die linke dritte Position. Und von der rechten obersten Position auf diese Position. Das Ganze sieht dann so aus von der Seite. Dann kommen die beiden Abschlussgummis. Eins, zweimal rum, so dass ihr es dreifach auf den Fingern habt und auf die letzten Pins, die ihr bearbeitet habt, den ersten rechten und den fünften rechten aufgeben. So, das Ganze sieht dann so aus mit den Gummis. Dann drehe ich das einmal, so dass ich von dieser Seite von rechts drauf gucke und fange an zu loomen. Ich fange unten an, auf der fünften rechten Position, nehme die Gummis aus dem Pin raus, gebe sie einen weiter und auch dort nehme ich die Gummis raus und gebe sie einen weiter. So, so sieht das Ganze dann aus. Dann loome ich von hier zurück, das ist ein bisschen schwieriger, die rauszubekommen, die Gummis. Aber es funktioniert auch, weil die Einkerbungen in der anderen Richtung liegen jetzt. Hier auch die untersten Gummis rausnehmen. So. Das Ganze sieht jetzt so aus. Die Teile vom K, die nach rechts gehen, sind abgeloomt. Und jetzt kommt hier noch ein weiteres Abschlussgummi drauf. Die unterste Position der linken Seite auf die fünfte linke Position. Dann drehe ich das Ganze noch einmal und loome jetzt die linke Seite ab. So, das ist hier etwas schwierig bei dieser Position. Da laufen ja die Rechtselemente zusammen. Ich gehe ganz nach unten durch und hole die untersten Gummis nach oben hoch.
mit Gefühl, da ist jetzt eins gerissen, mit Gefühl ziehen. Und hier weiter. Das Ganze hält jetzt noch. Ich habe das Ganze ja doppelt gearbeitet. Ärgerlicherweise ist eins gerissen. Kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Und das Ganze hier dann mit einem Gummi zumachen oben. Hier in den Pin reingehen, in den obersten links. Eins durchholen. Dann das Gummi nochmal durch sich selbst ziehen, festziehen und das Ganze ablumen. Hier auch ablumen. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Da ist das K. Das Gummi, was leider gerissen ist, einmal rausziehen. So, das K funktioniert trotzdem noch. Das ist eine bisschen schwierige Stelle, weil da alle Gummis zusammenlaufen. Aber beim K ist das nun mal leider so. Das kann man nicht anders machen. So, so sieht das Ganze aus. Ich hoffe, die Anleitung gefällt euch und ihr mögt das K. Und wenn das so ist, lasst mir einfach einen Daumen nach oben da oder schreibt mir etwas in die Kommentare. Wenn ihr noch Anregungen, Ideen oder Wünsche für unseren Kanal habt, auch einfach in die Kommentare damit. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, lasst uns auf jeden Fall ein Abo da, da freuen wir uns auch immer. Und wenn ihr noch ganz viel mehr von uns sehen möchtet, schaut einfach mal bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei. Und bis zum nächsten Mal.